Der VW Golf. Er steht für eine ganze Generation. Und er rettete den VW-Konzern damals aus einer schweren Krise. Denn VW verließ sich zu lange auf den Bestseller Käfer, der wenig Platz bot und technisch mit seinem luftgekühlten Heckmotor bald von der Konkurrenz überholt wurde. Also musste ein Nachfolger her. Und da war es ganz gut, dass 1966 die Auto-Union zur VW-Konzernfamilie dazukam. Denn die brachten frischen technischen Wind mittels wassergekühlten Frontmotoren mit sich. Und genau nach diesem Prinzip sollte der Käfer-Nachfolger funktionieren. Mit dem Design wurde Giorgio Giugiaro beauftragt, der mit seinen Entwürfen quasi die Kompaktwagenklasse erfand. Schließlich rollte Ende März 1974 der erste Golf über den sogenannten Kontrollpunkt 8 des Wolfsburger Hauptwerks. 1976 war auch das Jahr des GTI. GTI stand für Gran Turismo Injection. Ein erschwinglicher Kleinwagen mit den Fahrleistungen eines Sportautos sollte er werden. Zu gewagt für den Vorstand. Trotzdem konnten die VW-Ingenieure eine limitierte Auflage von 5000 Stück durchsetzen. Die waren aber schnellstens vergriffen. Also kurbelte man die Produktion an und die Erfolgsgeschichte des Golfs ging unaufhaltsam weiter. Dieses Mal als Porsche-Jäger, denn die 110 PS des 1,6 Liter Motors katapultierten das 840 Kilogramm schwere Gefährt in 9,2 Sekunden auf 100 km/h, was in der damaligen Zeit eher die Fahrleistungen eines Sportwagens waren. 1979 wurde der Golf als Stufenheckversion mit dem Namen Jetta produziert und auch eine Cabrio-Version kam auf den Markt. Diese Cabrio-Version des 1er Golf wurde bis 1993 gebaut und war zu diesem Zeitpunkt das am meisten verkaufte Cabrio der Welt. 1983 schließlich kam nach fast 7 Millionen gebauten 1er Golf nun der 2er. Optisch änderte er sich wenig, dafür konnte er mit vielen technischen Erneuerungen aufwarten. Katalysator und ABS kamen als Zusatzausstattung und auch die passive Sicherheit wurde erheblich verbessert. Kurze Zeit nach dem Anlaufen des 2er Golf gab es auch den neuen GTI. Der hatte bis zu 139 PS. Das war auch nötig, weil der Golf in seinen Dimensionen und seinem Gewicht zunahm. Auch neu war der Allradantrieb Synchro. Damit wurde der Offroad-Trip möglich und man baute den Rallye-Wagen Golf G60 mit 160 PS. Es gab dann auch noch eine Version mit 209 PS. Diese wurden aber nur in geringen Stückzahlen gefertigt. Wesentlich mehr Stückzahlen sollten ab 1990 vom Golf Cross Country produziert werden. Diesen kann man durchaus als Vorgänger der heutigen SUVs betrachten. Anscheinend war aber damals die Zeit noch nicht reif für solch einen Wagen, denn der Absatz blieb unter den Erwartungen. 1991 folgte der Golf 3. Optisch änderte er sich nun gravierender und auch technisch legte er gehörig zu. Es gab nun Airbags und auch die Servolenkung wurde bei Modellen ab 64 PS serienmäßig. Eine Neuerung war der Turbodiesel, kurz TDI genannt. Dieser Motor stieg zum erfolgreichsten Aggregat der 90er auf, denn er bot sehr gute Fahrleistungen bei niedrigem Verbrauch. Den GTI gab es nun mit bis zu 150 PS im 16V-Motor. Der 4er Golf kam dann 1997. Er war eine logische Weiterentwicklung in allen Bereichen. Der Pumpe-Düse-TDI-Motor wurde eingeführt und es gab bei allen Motorisierungen erhebliche Leistungssteigerungen. Der GTI im 4er Golf war nur mehr noch eine Ausstattungslinie. Dies wurde aber mit dem Golf ER32 wieder wettgemacht. Er hatte einen 3,2 Liter Sechszylinder-Motor mit 243 PS und beschleunigte mit dem Direktschaltgetriebe in 6,4 Sekunden auf 100. Ursprünglich wollte VW nur 5000 Stück produzieren, kam dann aufgrund der hohen Nachfrage, vor allem in den USA, auf 35.000 produzierte und verkaufte Einheiten. Der 5er Golf kam dann 2003. VW ließ mit ihm den GTI wieder auferstehen. Der 5er GTI sollte wieder die rebellische Seele des Originals haben.
Optisch, innen wie außen klar getrennt von den restlichen Golfmodellen, hat er eine Geschwindigkeitsanzeige bis 300 km/h und ein 200 PS TFSI-Aggregat, das ihn in 6,4 Sekunden auf 100 verhält. Zurück zu den Wurzeln hieß es also. VW schrieb mit dem Golf Geschichte. Bis jetzt wurden über 26 Millionen von ihnen gebaut und ein Halten ist nicht in Sicht. Und wer jetzt nostalgisch an den 1er Golf zurückdenkt, der könnte sich sogar einen fabriksneuen besorgen. In Südafrika wird nämlich der 1er Golf nach wie vor hergestellt. Nachdem damals der Absatz des 2er Golfs in dieser Region schleppend war, sattelte man die Produktion wieder auf den 1er Golf um und beließ es einfach dabei. Bis heute.